Kugeln schießen, gell? Das ist auch voll gefährlich. Die schießen mit ihren Schwertern. Ja. Nur Männer auf der Straße, aber. Also lebensgefährlich. Weißt du, wenn so eine zart beseitete Person wie ich getroffen wird? Ja, meine Haut ist so zart wie Pfirsich. Okay. Das Archiv von Elysioma. Ja, ich bin hier. Vor uns warten Ritter, die zu meinem Schutz gerufen wurden. Als der Engel in die Hölle marschierte, blieben diese wenigen zurück, um den Glauben zu wahren, so wie ich es ebenfalls tat. Alles tapfere Seelen. Ich werde nun die Glückshaube des Kindes aufsetzen, so wie es unsere Mutter Prava tat, als sie neu geboren wurde. Dann mach mal. Okay. Ja, das explodiert seinen Kopf oder so. Okay. Gesegnet wird mir nichts Böses geschehen. Mein Werk sei sein Werk. Meine Wünsche seien seine Wünsche. Ihr, durchzogen mit Sünde, vergießt euer Blut in diesen geheiligten Kelch. Wer, wir? Wir sind doch keine Sünder. Oh doch, bis mal. Okay, du hast das gemacht, gut. Muss ich mein Blut nicht da reinpacken? Ich bin bereit. Steht innerhalb des Kreidekreises und versucht nicht euch zu entfernen, sonst ist eure Verdammnis gewiss. Inarius, dessen Schwingen dieser Welt das Licht bescherten, wirkt nun durch mich. Läutert. Werden wir gerade geopfert? In diesem Blut. Ich hab schon, wir treten gerade einem Sekte bei. Brennt sie aus. Was ist das? Nein, nein, das ist nicht richtig. Nicht! Nein! 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 Halt! Stopp! Oh nein, er ist böse. Nein, was passiert mit uns? Ja. Ich würde da gerne mit ihm reden, aber wir dürfen nicht auf den aus dem Kreis raus, ne? Also. Na gut. Hey, alte Socke, was ist los? Der Exorzismus! Ich habe alles richtig gemacht, wie schon so oft zuvor. Aber ihr... Ja, es ist unsere Schuld natürlich. Hinfort. Hinfort mit euch! Der Engel Inarius, er verstößt euch. Er verstößt euch. Wir sind beschmutzt. Geht. Beschmutzt, beschmutzt, beschmutzt. Geht. Bitte. Soiled it. Euch. Soiled it. Okay, aber ja, ich hätte ja auch schon sagen können, dass wir ja beschmutzt sind. Cool. Oh, so viel dazu. Beschmutzt, 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 beschmutzt. Gehen wir zur Lichtung der klagenden Leichen. Da willst du mit mir hingehen, da will ich nicht hin. Wieso ist da hinten in der Ferne die Lichtung der klagenden Leichen? Das ist genau neben der Leichenverbrennungsanlage. Wie lange dauert der Weltboss noch? 6 Minuten. Bleh.
Will da hin, wo ist der Daniel? Da ist er. Ja, ja. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn. Aua, 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 aua. Ist ja was, ist ja was. Warte mal. Dann spreche ich da was Rotes. Nee. Schade. Altar von Lillebro. Warte mal, überhaupt da hinten? Nach rechts irgendwo. Ups. Ja, runter kann man. Oh, es ist so grün hier. Falsche Richtung, da oben und da rechts. Jetzt spring da runter. Ich fange dich, glaube ich, vielleicht mal schauen. Nein. Jedes Mal, wenn ich sterbe, dann stehe ich als eins meiner Skelette wieder auf. Genau, dann kann ich sie. Genau, dann kam dieser Moment. So, weiß hier, findet die Lichtung in der Flut der klagenden Leichen. Oh, warte mal, da oben. Ja. Wir müssen wir für ein Ritual hier schon wieder aktivieren. Zurke. Hey, den haben wir doch schon mal getroffen. Ich bin heimlich für Dämpfeuer zu besorgen. Hani ist immer ohne mich zurechtgekommen. Muss wirklich schlimm sein, wenn man euch schickt, was? Ich würde vermuten, da stirbt gleich jemand. Und seht nur, ihr habt ein Geschenk dabei. Ich hielt diese Dorfbewohner nicht für fähig. Ihr zuckt zusammen, aber der Geruch ist gut, voller Geheimnisse. Aber nicht voll genug, um irgendjemanden zu retten. Es macht mir nichts aus, euch zu helfen, aber ich werde noch etwas brauchen. Holt die Augen aus dem Kopf von Murath Übelzahn. Ich will nichts versprechen, aber ich will mir ein paar Augen. Reißt dir irgendjemand aus dem Kopf? Keine Ahnung. Ich will einen Sharingan haben, keine Ahnung. Ich fand das so lustig, als Madara irgendwie an Kakashi vorbeigeflogen ist und einfach den sein Auge rausgejoinkt hat. Zuerst hat der einfachste der Welt. Dann produziert auch, der ist jetzt OP, Daniel. Was? Boruto kann das auch so was, Daniel. Der ist OP. Nein, nein, der hat das okay, ein Auge weggestochen. Beim Vorbeifliegen. Ja. Nein, aber der ist jetzt total okay, der Boruto irgendwie. Ja, ja, der hat auch Außerirdische in sich und so was, weiß ich. Irgendwas. Ich hab gehört, für die nächste Arc von One Piece wollen die wieder zum klassischen Animationsstil zurück. Ja, hab ich mir schon gedacht, irgendwie so.
Ich nehme an, dieses eine Animationsstudio ist irgendwie ganz schön teuer. Weil sie ja normalerweise mit die ganzen Dragon Ball Filme und so weiter alles sind ja am animieren und so. Hm. Haben wir schon gedacht, irgendwie hat ja wieder zu einem kostspieligeren Wechseln. Also pack das Auge in den Pott. Nimm das schimmelige Herz. Mein Gott, könnt ihr mal weggehen? Ich versuche hier mal zu kochen. Pack das Auge in den Pott und nimm das schimmelige Herz. Hm? Was will der denn jetzt? Schimmelige Aussichten ist die Quest. Waren wir ganz unten, glaube ich. Oder fast ganz unten. Eingesammelt. Ja, also ein schimmeliges Herz eingesammelt. Ich habe eine schimmelige Hand eingesammelt. Was? Ja. Ich habe ein schimmeliges Herz. Bei mir ist eine Hand, ist doch egal. Was war denn? Bring das schimmelige Herz zu Yolanda. Schimmelige Hand. Schimmeliges Herz. Es sieht aus wie ein Gesicht. Das ist ein Herz. Der Typ im Ladebildschirm. Das ist ein Herz. Wer war das? Er hat den Augenbilder. Die Hand. Die Hand im Sand. Ich bin Mogelrad, ich hab die Hand im Sand. Hm. Und ich hab die Hand in der Hose. Hier ist das, Yolanda, ich hab das Heilmittel dabei. Spuck's nicht wieder. Was? Spuckt es nicht wieder ausspucken? Oh, was war da drin? Beim Licht, ich will es gar nicht wissen. Meine Hand? Aber, ich kann spüren. Sie sich weniger bewegen. Ich habe. Der Schmerz lässt nach. Wer bewegt sich? Kalf nur auf mich gehört. Wir haben ihn verloren. Wer ist ein Kalf? Wenigstens war er schlau genug zu sterben. Der verwandt mit Alf? Ja, den habe ich gerade untersucht. Der ist da unten links. Diese Leiche. Alf! Erleben. Überreste von Kalf. Null Problemo. Er hat bestimmt so viele Katzen gefressen. Oh, so langsam wird das hier aber weniger mit den Quests. Die müssen alle vertagt werden. Was sind das hier mit dreien? Sie kommen. Was ist das? Ja, mit dreien sie kommen. Das ist ein Teufelsdreier, wie er im Bilde steht. Wie er im Buche steht. Haben wir die Quest von Yoda bekommen oder was? Hm. Mit dreien sie kommen werden. Hm? Möchte ich zuhauen sie tun. Hm. Ich kann keine Obolusse mehr tragen. Hm. Hm. Ich auch habe nicht. Ich habe zu viele Obolusse. Wieso bekommst du denn jetzt so eine Nachricht? Oder was? Ja. Wo hast du denn jetzt Obolusse bekommen? Ich habe welche als Belohnung bekommen. Nein, weil ich ein artiger Junge war. Nein, ich habe mein Gemüse. Ich habe mein Müll. Ich habe meine Hand gegessen. Aus dem Weg, Leute, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Warum sind meine Karamellbrezel schon weg, ey? Das ist zum Kotzen. Ich glaube noch mehr. Nein, die waren so lecker.
Jetzt habe ich nur noch ein paar Kesselchips. Jetzt muss ich mal hungern. Hast du mal einen Kamm? Hey, Zeph, geht's euch gut? Zur Hölle. Ich hätte nicht herkommen dürfen. Vorher waren hier nicht so viele Dämonen. Das hat Elias getan, oder? Ich glaube, wir waren nicht. Ich kenne niemanden mit dem Namen Elias. Wir haben gleich hier in einer Kapelle gegraben. Er hat uns letztens in den Arsch getreten. Oh ja, schön. Na, der Schwammkopf. Pack deine Sachen, wir ziehen um. Gott. Ich glaube, du warst mit dem im Kindergarten. Ah, dieser Schwammkopf. Bis zu diesem Punkt bin ich bisher gekommen. So, ab zur Hallen der dunklen Omen. Ich hoffe, ihr findet. Gar nicht, ich brauche mehr Zeit. Also, na. Ja, ich hab kurz den Vernichter hier getötet. Aber oh ja. Ich muss warten. Wer hat denn die Leute hier alle? Da hi, hi. Ich hab nicht so viele Snacks für all die hier vorbereitet. Bin noch nicht bereit. Okay. Was ist die Musik auf einmal so motivierend? Das ist ja irgendwie so ein Lied aus Civilization oder so. Die Menschen träumen vom Fliegen. Sie werden Großes schaffen. Haben wir diese Frau, die ihn da einen verfolgt? Ja, ich hasse es. Spenden. Sie sind so schnell. Ich gute Schuhe an. Ich trage Nikes, okay. Wo ist er? Warte, Daniel, Olli, hier. Yeah. Noch 5 Obdachlose. Heiliges Tagebuch. What? Einzigartiges Tagebuch. Da müssen überall so Ranken rauskommen, ey. Ich hasse es. Wollte ich noch mal hin? Keine Ahnung. Dahin. Da muss ich hin wegen Stärke. Oh ja. Brücke der Erwartung. Warum zoomt die Kamera auf einmal so weit raus? Mit der Musik, oder? Elias muss irgendwie durch diese Tür gekommen sein.
okay. Wir machen sie einfach kaputt. Das war schon wieder die einzige Lösung, gell? Wusch. Wusch. Oh, jetzt und drauf die Tür wieder drauf, ne? Da sagt ein Skelett mal, die sollen eine Räuberleiter machen. Man kommt voll darüber klettern. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Und wieder auf die Tür. Ja, doch, voll darüber klettern, Mann. Wir haben es geschafft. Wir haben die Tür erledigt. Blutblüten. Danach hat Elias gesucht. Hier hat er Lilith beschworen. Hm. Oh ja, hier ist er. Hier ist der Ort von dem Intro. Die drei Typen da an diese Säule gepackt worden sind, die beschworen wurde. Das wird ja alles Story. Simons Leiche. Nope. Simons zerrissenes Tagebuch. Armer Simon. Er hat Besseres als Elias verdient. Ja, Namen, die drei. Ich habe auch dieselben Träume. Ich will ein Pokémon-Meister werden. Wie keiner vor dir war? Ja, so wie Professor Eich. Ja. Hier, nimm mal Pokédex. Das ist eine Enzyklopädie mit Informationen über Pokémon. Er ist komplett leer. Echt beschissene Enzyklopädie. Wenn du erst ein Pokémon fangen musst, um irgendwie Informationen davon herauszufinden. Ich dachte, er hat sein ganzes Leben lang Pokémon hier studiert. Oh nein, der Weltboss beginnt in 0 Sekunden. Nein! Was war jetzt denn hier? So, Zabin Z. Das Tagebuch von den meinen Typen eingesammelt. Ja. Ich muss Feuer können. Zabin sagt ja. Mal lernen, nein zu sagen. Wenn das nicht funktioniert, dann versuch es mit Gewalt. Wenn Gewalt nicht funktioniert, benutzt noch mehr Gewalt. Simon ist tot. Seine Suche nach Wissen endete in einer Tragödie. Nein, Akkerath. Ich hatte gehofft. Es tut mir so leid. Ich konnte ein paar seiner Schriften sammeln. Ich dachte, sie könnten euch gefallen.
als Erinnerungsstücke an ihn. Danke. Ich verfluche meine Torheit. Ich hätte ihn nicht gehen lassen dürfen. Es war nicht eure Schuld. Doch der Schuldige, Elias, ist fort. Naja, eigentlich ist Elias immer noch da. Dann setzen sie aufs Maul geben. Doch es würde Simon trösten. Aber ja, er ist fort. Danke, aber er ist fort, ja. Was auch immer sie sagen. Was von ihm übrig ist. Hm. Oh, wieder ein Paragon-Punkt. Mit dreien, sie kommen. Den Schaden sie machen werden. Ich nehme an, auf eine sehr wichtige Story-Quest hier. Ein bisschen. Ja, ich mach mal raus, ja. Ja. Jetzt haben wir. Jetzt ist Elias bestimmt viel schwächer. Wir gegen den Camp. Warum will ich lang da lang? Ja, ich will da lang. Ne, ich will da lang. Oh ja, ich will da lang. Oh, Bonk. Okay. Wow. Noch drei Quests. Ich weiß ja nicht, wie man die Quest hier abschließt. Immer wenn wir da hingehen, dann verschwindet der Typ ja. Lebt wohl. So, wo ist das? Wir sind schon wieder mehrere Quests, aber. Muss ja jetzt nicht gerade sein. Ich weiß nicht, wo die eine Quest ist. Die alten Sitten. Ich weiß nicht, wo das ist. Irgendwo oben. Wo bist du, das Stück? Lass mich ewig entkommen, da. In Tudulra. Jetzt sogar hier. Schon wieder angesprungen. Warum? So, was für ein Ding? Schopha hat mich geschickt. Lebt sie noch? Was hat sie diesmal vor? Hier, seht es euch an. Verflucht! Haltet es fern! Das ist wilde Magie. In früheren Zeiten hat sie ganze Landstriche verheert. Die Ältesten entwickelten ein Ritual, um die Ausbreitung einzudämmen. Wo war doch gleich diese Schriftrolle? Ah, richtig. Sie sollte im alten Archiv sein, das im Moment von Scheusalen überlaufen ist. Beseitigt sie. Dann helfe ich euch, die Schriftrolle. Ja, das schon wieder in den Dungeon, die wir schon gemacht haben. Dann kotzt hier gleich. Wo war sie nicht? Steckt der Plünderin. Und ist das eine Dungeon? Ich weiß es nicht. Seht. Hallo. Hallo. Boah. Jetzt ist der Weg ist eingeschlafen. Er ist jetzt immer wach. Aus den Typen angeplappert. Ja. Ah, deswegen redet er gerade mit dem. Ja. Nicht solange ich in der Stadt bin. Mein Charakter sagt auch ja. Seht. Hallo. Seht. Grüße.
wenn ich dann hier zerstöre. Grüße. Warum antwortest du denn? Seht. Hallo. Seht. Ich höre deinen Charakter. Seht. Ja. Sachen im Hintergrund, der soll das Maul halten. Nicht weitergehen. Ich will auch nicht weitergehen. Nein. Doch. Ja. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Das bezweifle ich eher. Würdest du das erst drosseln mit gebrauchen. Dem Tod und dann ins... Gut gemacht. Boah. Gut. Auf dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Truhe. Klinge des einäugigen Schwertkämpfers. Ist Gold, was soll ich damit? So, müssen wir jetzt hin? Irgendwo sollen wir hier rein. Blöde. Ich meine, waren wir da auch schon mal drin. Das gibt's jetzt nicht mal. Wie viele Dungeons haben wir heute gemacht, wo wir irgendwie schon vorher drin waren? Ist das die? Nee, da waren wir drin. Hier ist wieder was anderes. Ich würde sagen 3. Das ist schon wieder verehrt. Boah. Wie bist du denn da raufgekommen? Ich bin ja runtergegangen. Ja, wo bist du denn dann bei mir oben? Siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Siehst du? Immer nicht. Folge dem Pin. Scheiß bin ich, sehe auf der Minikarte auch gar nicht. Na oben, oben. Ja, ja, du hast mich gefunden. Das kann ich hier nicht tun. Ja, yeah, ja. Wait, he's coming. Jetzt kauft sich immer nur Drogen. He's coming for you, Shia LaBeouf. He's waiting for you, Shia LaBeouf. Nuschelst du da rum? Und ich den Shia LaBeouf Song. Was? Der kann singen? Das ist ein Musical für den. Alles klar. He's coming for you, Shia LaBeouf. He's waiting for you, Shia LaBeouf. You have now defeated Shia LaBeouf. But wait, he's coming back. He's back for you, Shia LaBeouf. Er hat sich da seine eigenen Filme angesehen im Kino. Ja, die Endszene von diesem Video ist, dass er irgendwie als einzige Person in so eine leeren Theaterhalle sitzt und irgendwie voll Standing Ovation gibt für sein eigenes Musical. Ja, da kenne ich die Szene. Ich bin noch nicht. Na, nein, er leuchtet. Halt, halt. Jetzt nicht mehr. Voll eine übergezogen. Da ist noch ein Leuchtender, oh mein Gott. Wie vermehren sich. Er ist tot. Es wird nie wieder einer zurückkommen. Ich hab's eigentlich damit gerechnet, jetzt noch so einer kommt. Na. Ich bin noch nicht bereit. Ja.
Mein Gott, sind wir stark. Oh, legendärer Beinschutz. Oh, kein Heiliger. Ich kann kaum warten, bis wir auf Level 70 sind. Und damit er live den Boden aufwischen. Ja. Und so, es wäre ein paar neue Ausrüstung, Klamotten, ein paar neue Waffen und so. Wenn wir jetzt 10 mit sicher schaffen, halt beim nächsten. Ja. Also, schon, ne? Absolut, ja. Dann geht das richtig um den Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich. Oh, oh. Ich muss warten. Ah, ich kann nicht die Wand treffen. Also ja, anschießen. Ich kann nicht die Wand schießen. Nein. Drei Bosse auf der anderen. Ja, duschen! Ja! Oh. Ich bin noch nicht bereit. Und dich! Und dich! Und dich! Müssen wir die heiligen Steine aktivieren, alles. Okay. Ja, ich will die Steine aktivieren, danke. Stein Nummer 1 aktiviert. Ich habe den nächsten. Und den nächsten. Ah, das ist schon vergessen. Deswegen sind wir so viele Gegner. Also, wenn der Erfolg von uns keiner gestorben ist. Ja. Ja, ne. Wir machen auch diese ganze Zeit diese komischen Lüftentanzen. Wir müssen erstmal stärker werden. Indem wir Lüftentanzen machen, hervorragend. Ja. Wir haben letztens einen Realitätscheck bekommen, also jetzt müssen wir. Ich bin der Letzte, der einen Realitätscheck braucht. Du bist immer diese, diese komisch, völlig unrealistischen Erwartungen, Alter. Die Steine enthalten die Informationen, die ihr sucht. Ich werde sie transkribieren und euch draußen treffen. Da sind wir dann erst dann hier reingekommen, wenn du uns draußen treffen willst. Warum haben wir nicht einfach hier und ich koche? Oh, hier ist noch so viel Gold, hat der Daniel verlassen. Ja. Oh Gott, was ist das für einer? Das ist ein Spinnen, Dämon, Gargoyle, was weiß ich. Das ist eine fremde Hose. Na, sobald du sie anziehst, ist sie nicht mehr fremd. Der Reiher und der Otter sind. Brauche mehr Stärkepunkte hier in der Nähe. Warum habe ich hier nicht mehr Stärkepunkte? Muss ich das Ding erstmal erweitern? Kommst du?
Den mit dem Typen hier reden. Wo denn? Hier draußen, hier. Wow. Da ist er. Ja, ich vertraue darauf, dass ihr und die alte Vettel das übernehmt. Sagt Shoba, dass das nichts für Spielerei ist. Die alte Vettel. Wir werden ein Auge darauf haben. Vielleicht sogar zwei. Muss er schon wieder? Also diese eine Deut. Mein Gott. Einen Moment lang vergessen wir mal die Karte. Oh. Da können wir hinreisen. Da ist rausgeploppt, die. Oh, ein Schwert, heilig, legendär. Aha. Warum? Ich will auch legendär. Ich habe nur Gold bekommen. Gold ist kacke. Kann ich mal aufhören zu explodieren? Juin hat eine Schriftrolle für alles, nicht wahr? Ja, auch für Verstopfung. Oh. Interessant. Zauber ist alt, komplex. Doch ich habe einen weiteren Vertrauten. Mohren, der für diese Aufgabe geeignet ist. Boah. Mohren wird die wilde. Da kenne ich auch noch jemanden. Bitte beschützt ihn. In meinem Alter kann ich es mir nicht leisten, noch mehr meiner Lebensessenz zur Erschaffung eines neuen Vertrauten zu verschwenden. Bleibt wachsam. Ich erwarte, dass es Probleme geben wird. Ganz besonders jetzt, ja. Da war mein. Ich bin noch gar nicht da dran gekommen, Mann. Meine Ultimate aktiviert. Ich habe schon gedacht, warum explodiere ich auf einmal? Boah. Schwer ist nicht gut. Das ist eher was für den Daniel. Ich muss warten. Wer ist er? Kommt mit mir. What? Du gehörst jetzt mir. Komm mit. Alles klar. Was soll man mit dem machen? Ja, warte, komm auf mein Pferd. Müssen wir mit dem spazieren gehen. Warte, ich suche da einen guten Baum. Oh, warte. Du bist ja ein Baum. Ja, das ist ein bisschen unangenehm gerade. Baumbart nennen mich manche. Und wie nennen dich alle? Baumfratze. Nein, komm, Palem, Palem. Hier folgt uns nicht mehr. Hier ist er doch noch. Oh, was macht der da? Was? Haben wir den seine Batterien aufgeladen oder was? Ich fange langsam an zu glauben, diese Welt ist ein bisschen merkwürdig. Nein! Nein, hier sind seine Verwandten. Hey Kollege, das wird mit dir passieren, wenn du dich nicht benutzt.
Das waren meine Brüder. Ich bin noch nicht bereit. Oh Gott. Mir hat echt nicht gefallen, wie diese Spinne hier in 1000 Stücke zerfallen ist. Was ist denn mit denen sein Schatten los? Okay, strahle ich irgendwie Licht aus oder was? Wenn ich um den Baum herumlaufe, dann bewegt sich der Schatten überall herum. Ja, das war schon mal die Story. Du bist ein ganz heller Stern, also. Ich bin der Barbar des Lichts. Das ist wie der Krieger des Lichts aus Final Fantasy, nur der Barbar. Fasst unseren Baum nicht an, sonst fasse ich euch an. Was hat aber für eine Quest Lichtschimmer? Bringt ihn zur letzten Quelle der Verderbnis. Die Energie der Pflanzen auf, mein Freund. Ich muss warten. Ram deine Wurzeln in den Boden und saug es auf. Lass dich von diesem Bär nicht stören. Ich glaube, er ist jetzt tot. Ich würde schon mal hinlegen, komm wieder hin, bist. Und das, meine Damen und Herren, ist der Grund, warum man nicht betrunken am Steuer sitzen sollte. Na, wo ist er lang? Hier oben ist er. Ja. Ja. Ich nehme an, der Weg hatte nicht genug Schlaf diese Nacht. Ja, genau. Wo ist denn der Baum? Ich muss warten. Nein, ich muss den doch hier aufladen mit der Ladestation. Weiß nicht, ob der bei dir noch da ist. Der Kreis auf einmal, ja. Aber ein Kreis. Der Kreis, ja. Keine Ahnung. Hier ist ein blauer Kreis. Ja, da musst du aufladen. Na, jetzt kommen wieder Gegner. Hier rein und dann stirbt er. Nehme ich mal an. Dann werden wir alle so einen Spaß haben. Ja, jetzt steht aber mir ja so. Er ist tot. Wir haben ihn getötet. Unsere Aufgabe ist erledigt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo wir wieder hin müssen. Boah. Ah. Wieder zur alten Vettel zurück.
Warum kommt man einem Pferd irgendwie so komische Blüten? War schon immer so? Ja, das sind die Blüten von Lille. Gehört zum Skin. Ah. Der exklusive Skin von der Deluxe Edition. Nehme ich an, ne? Jedes Mal habe ich eine Version, wenn ich reite. Ja. Ja, das ist richtig. Ah. Aus dem Weg, ihr Stücke. Oh, da ist eine räudige Hündin. Dafür gibt es ein Wort in Englisch. Es reimt sich auf Witch. Lich? Okay, aus dem Weg. Fährt mir den Weg. Ich muss warten. Zwei Schläge. Genau zwischen die Augen. Eine Kugel. Ein Schuss. Genau zwischen die Augen. Ich ignoriere euch. So, du Alte. Wer du kommst jetzt und sagst noch, oh, ich habe noch so einen Kollegen. Ich kenne da einen, den ich mal kannte. Der hat mich mal gekannt und jetzt kenne ich den. Jetzt kennen wir uns. Anyone for dungeons? Hi. Ah, wir sind fast tot. Was ist denn da passiert? Ah, jetzt mit der Vettel reden. Es ist vollbracht, aber ihr müsst es nicht sagen. Die wilde Magie hat mir auch Morgren genommen. Die Druiden haben sie zurecht gefürchtet. Das Dickicht ruht. Ihr habt euch gut geschlagen. Doch geht nun. Ich gehe. Ich muss nachdenken. Ich auch. Okay, ich muss meditieren. Ah, was ist das? Der Segen der Vettel. Okay, cool. So, wieso habe ich schon wieder meine Hand? Warum mag der? Boah, ich komme doch gar nicht an den Knopf dran. Boah. Der Lern hat mich angeschrien. Nein, das spricht hab ich nicht. Der guckt dabei immer, das ist echt eklig. Deshalb nennt man ihn auch Artillerie-Arf. Bei dem kommen die Spucketröpfchen aus seinem Mund geflogen wie Artillerie. Tut mir leid. Er sagt doch noch, tut mir leid. Du hast mein letztes Essen vollgespuckt, jetzt muss ich verhungern. Ugh.